Rechts ist irgendwie eine Mine noch. Oh, im Gegensatz zu den menschlichen Königreichen, die nur wenige hundert Jahre existieren, erstreckt sich die Chronik von Maakam über etliche Jahrtausende. Im Laufe ihrer langen Geschichte hat die Bergregion viele große Entdeckungen und Heldentaten gesehen, aber auch schreckliche Verbrechen. Die Zwerge ziehen es jedoch vor, einen Mantel des Schweigens über vergangene Konflikte zu legen und stattdessen die Bruderschaft in den Mittelpunkt zu stellen. Die Flecken vergossenen Blutes auf dem alabasterweißen Schnee bleiben jedoch unvergessen und ungeziehen. Und die ständige Erinnerung daran lockt Monster an, die sich an Ungerechtigkeit und Leid laben. Schauen wir mal. Vergessen und das Biest. Generiere jeden Zug zu Beginn des Zuges 4 Vergessen mit einer Stärke von 4. Okay. Zerstöre die schwächsten Einheiten. Haben wir. Okay, wir haben keine. Befehl, füge einer gegnerischen Einheit 3 Schaden zu. Okay. Eine Einheit auf die Stärke der Einheit links von ihr. Guten Tag, was gibt's? Oh. Ah, doch, das war vielleicht gar keine so schlechte Idee. Damit zerstören wir alle schwächsten Einheiten. Wie baue ich die denn? Also zerstört die schwächsten Einheiten. Okay. Passiert ja nichts, er macht ja einfach nur das Board voll. Ah, okay, jetzt verstehe ich, was ich zu tun habe. Wenn jemand fragt, du hast mich nicht gesehen. Okay. Keine Sorge, Majestät, das haben wir gleich.
war doof. Ja. Ich muss überlegen, wie ich das machen soll. Töte das Biest. Okay. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir da mehr Power drauf brauchen. Die Stärke der Einheit links von mir, also so rum. Mund halten und buddeln. Ich muss ja noch meine eigene zerstören, oder was? Okay, ich... Was habe ich denn in meinem Deck? Okay, ich habe nichts in meinem Deck. Das heißt, wir spielen erst den aus... Keine Sorge, Majestät, das haben wir gleich. Vor. Ich bin kein Magier. Okay, war doch nicht so dämlich. Okay. Guten Tag, was gibt's? Ich konnte halt da nichts machen. Kann ich ihn damit targeten? Nein. Okay, das wird ein mieses Rätsel. Okay, jetzt haben wir endlich die Möglichkeit. Aber wie muss ich das jetzt verstehen? Wenn sich bereits ein Bargest auf dem Schlachtfeld befindet. Das heißt, an sich müsste er doch jetzt, wenn ich den ausspiele, Mund halten und buddeln. Jetzt hier seine Bargesten wegnehme, dürfte er doch nicht mehr immun sein. Ah.
jetzt verstehe ich es. Jetzt glaube ich, verstehe ich es. So. Okay, erstmal muss ich ihn hier ausspielen, oder? Das wird ein feiner, tiefer Graben. Aber ich kann ihn ja nicht hindern, irgendwas zu spawnen, und ich kann ihn ja jetzt auch nicht angreifen. Ergibt sich für mich jetzt keine Lösung daraus. Weil wenn ich jetzt... Ach so, er hat keine Einschränkung. Jetzt hat... Ja, dann haben alle Einschränkungen, oder? Der hier hat auch Einschränkungen. Höh. Ich verstehe es nicht. Er hat eigentlich keine Einschränkung hier und ich kann ihn nicht targeten. Das macht für mich alles etwas unverständlicher. Verwechslung vor. Ich bin kein Magier. Okay. Was gibt's? So kann ich's machen. Die Frage ist... Damit bekomme ich 5 Ladungen. Okay. Diese Reste manchmal echt verdammt kompliziert. Warum kann einem das Spiel das Ganze nicht leichter machen? Naja. Beschweren wir uns mal nicht. Es ist nun mal nicht das einfachste Spiel. Aber das wussten wir vorher auch schon. Holy shit. Dass ihre Männer da nicht komplett erfrieren auf dem Weg, wundert mich eigentlich. Okay, man kann noch auf die Brücke hoch. Da kommen wir nicht weiter. Orena, was täten wir nur ohne dich? Wie Lemminge von der Klippe stürzen, kein Zweifel. Wie die sich immer nur streiten müssen. Oh.
Mebe blinzelte in die Ferne. Was bedeckten da für schwarze Flecken die Gipfel? Es schienen Hunderte zu sein. Aus der Nähe sah die Königin, dass es sich um die Fenster von in den Fels gehauenen Wohnstätten handelte. Unser einstiger Stolz, seufzte Gabor. Horus Rumpf. Eine ganze Stadt, die in den Fels geschlagen wurde. Hunderte Tunnelmeilen, Dutzende Schmieden und Stahlwerke. Heute ist der Rumpf voller Monster. Sie kommen aus der Erde und brüten hier. Dann kriegen sie Hunger und kommen in den Pass. Mewe stand am Eingang zur Stadt im Felsen. Das monumentale Bronzetor lag auf dem Boden, zerknüllt wie eine Schriftrolle. Aus den schwarzen Fensterlöchern stank es nach Schimmel und Aas. Die Königin konnte tropfendes Wasser und ferner ein metallisches Knirschen hören. Es mochten Panzerschuppen sein, die am Fels scheuerten. Die Soldaten erwarten euren Befehl, Majestät, sagte Renard leise, um nicht unnötig die Aufmerksamkeit der Bestien zu erregen. Was sagte ich noch, als wir aus Lyrien flohen? Mebe wendete sich an Renard. Dass ihr die Krone wiederholen würdet und wenn ihr durch die Hölle gehen müsst. Wird Zeit, dass Taten folgen. Die Königin atmete tief durch und schritt mit erhobenem Schwert voran. Augenblicke später ließ sie es tanzen, als die derzeitigen Bewohner von Boros Rumpf zur Begrüßung kamen. Na dann, zerstöre das Monster, eine Storyschlacht, Sonderregeln, verkürzter Kampf. Einst schürften die Fuchsens in Boros Rumpf Eisenerz. Als die letzten Vorkommnisse erschöpft waren, machten die Zwerge in ihrem typischen Pragmatismus Wohnstätten aus den Minen. Sie wussten ja nicht, dass bald höchst unliebsame Bewohner dort einziehen würden. Also, gewünscht wird, dass wir das Monsternest zerstören. Was natürlich von Vorteil wäre. Das ist auch von Vorteil. Das ist alles weniger. Ja, was für ein Gestank! Okay. Bist du verrückt? Nicht schütteln! Ach, verdammt! Sie schlüpfen! Ihr wimmelt es gleich von den Viechern! Ich weiß nicht, ob ich da noch viel anrichten kann, aber... Wir versuchen es einfach. Je größer, desto leichter zu treffen. Wann immer ein Schleimling zerstört wird, also... Mein Geist ist willig, aber diese blöden Stiefel... Eigentlich böse, weil wir können. Ach so, können wir nicht. Okay, schade. Das ist wohl das Beste, was wir tun können gerade. Yeah.
Das Gute an Schleudern, sie sind leicht zu verstecken. Einfach nur Schleimlinge zerstören. Ich weiß, es ist einfacher gesagt als getan, aber... Ja gut, es ist keine Einheit. Hilft uns das Ganze. Wir müssen einen Zahn zulegen. Wow. Ich habe jetzt schon richtig Bock. Wir müssen einander vertrauen. Ja, das müsst ihr... Müssen wir das jetzt aber aufsparen? Weil ich muss wieder den Schleimling zerstören. Es gibt eine Zeit zum Ernten, zum Säen und zum Sterben. Versuch mal, dass wir uns noch ein bisschen was aufsparen. So viel Wut und Leid. Und wofür? Er soll sich selbst noch ein paar Mal 10 Schaden zufügen. Und ich meine, den Schleimling kann ich jetzt auch mal genau so bekommen wir das am schnellsten gelöst. Und so kann ich auch das Nest noch zerstören. Zerstört oder so, der halt auch noch Schaden macht. Nein. Das war die beste Möglichkeit, die wir gerade hatten. Haben wir jetzt schon irgendeine... noch kein totes Viech da. Aber da ist ein Schleimling. Der muss jetzt sterben. Da lang! Folgt mir!
Maeve war verwundet, doch sie näherte sich dem Glumar, der sich auf dem Boden wand, trieb ihm das Schwert durchs Herz und tötete ihn damit. Sie war so erschöpft, dass sie es nicht mehr herausziehen konnte, als es im Chitinpanzer festsaß. Das Vieh hat mich erwischt, flüsterte sie. Und fast erledigt. Illyria erreichten eine gigantische Halle, die einstige Versammlungsstätte des Clans. Die Steinbänke waren mit Schleim und Insektoideneiern bedeckt. Von den Kandelabern hingen Fledermäuse in allen Größen. Gascon kramte in alten Knochen, offenbar in der Hoffnung, etwas Wertvolles zu finden. Gabor hingegen kämpfte mit einem verriegelten Türschloss, als wäre es ein Monster. Endlich gab die Tür seufzend nach und der Zwerg warf triumphal die Arme hoch. Ein Lagerraum voller Bergbauwerkzeug, rief er begeistert. Hier sind auch einige alchemistische Fässer. Gut, dass alles trocken zu sein scheint, dann ist es noch brauchbar. Wir müssen sie nur in den Korridor rollen, sie in Brand setzen und rums. Dann haben wir den Pass endlich monstersicher versiegelt. Maeve folgte punktgenau den Anweisungen des Zwergs. Nicht lange und der Berg erbebte unter einer massiven Explosion. Die Tunnel stürzten ein. Angeblich stieg der Staub so hoch auf, dass man die Wolken bis Aldersberg sehen konnte. Ja gut. Ich würde sagen, wir haben unseren Job erledigt.